Na, Tag auch. Die gute Nachricht zuerst. Die Sonne scheint und es treibt dann wieder raus zum Biken in den Wald. Die schlechte Nachricht, da es dann noch relativ matschig ist, so nach dem Winter, sieht das Bike jedes Mal danach aus wie Sau. Man fährt da entweder über gefrorenen Boden oder auch so über dem matschigen Boden, der nur so in der Oberfläche aufgetaut ist. Und wie gesagt, das ist eine riesen Schlammschlacht, aber geil. Da ich schon mehrfach darauf angesprochen wurde, wie man sein Fahrrad denn danach am besten säubert, zeige ich euch das jetzt einfach mal in dem folgenden Video. Der erste Tipp ist gleich, macht euer Bike so schnell sauber wie möglich. Wartet nicht erst, bis die Matsche richtig angebacken ist, macht sie weg, wenn sie frisch ist, dann geht's deutlich einfacher. Ich bin gestern leider erst in der Dämmerung zurückgekommen und war so durchgefroren, dass ich erstmal duschen gegangen bin. Deshalb ist heute natürlich alles schön angebacken und ja, für mich deutlich mehr Arbeit, für den Film natürlich umso besser. Ich rate euch übrigens dringend ab von Hochdruckreinigern. Damit wascht ihr euch die ganze Schmierung aus den Lagern und lasst unnötig Wasser eindringen. Das ist weder gut für euren Rahmen noch für die Lager, also macht es höchstens irgendwie mit einem weichen Wasserstrahl von einem Gartenschlauch oder so. Ihr könnt natürlich auch solche Bikesprays nehmen, mit denen ihr den Rahmen vorher vorbearbeitet und die passenden Bürsten von zum Beispiel Parktools verwenden. Aber heute zeige ich euch mal die ganz einfache Variante, nämlich einfach nur mit einem Eimer. Seife dazu und eine Bürste, eine alte Autobürste ist das hier, irgendwie sowas werdet ihr schon haben. Macht den Eimer mit der Seife einfach schön mit warmem Wasser, das ist bei der Witterung auf jeden Fall deutlich schonender und ihr friert nicht so schnell. Und dann geht die Bürste ab ins Wasser und auf den Rahmen. Ihr benetzt im Prinzip erstmal den ganzen Rahmen, versucht den ganzen Matsch, der sich da drauf jetzt so festgesetzt hat, erstmal anzulösen. Je mehr ihr das Ganze also verteilt, umso besser. Und dann geht ihr nach und nach über den Rahmen. Versucht alle Bereiche auf jeden Fall ordentlich zu benetzen und so viel Schlamm wie möglich darunter zu kriegen. Geht da ruhig mehrmals drüber. Wie gesagt, da kann man nur sagen, viel hilft viel, also viel Wasser und immer wieder nachgewischt. Es gibt natürlich so Ecken, wo man so ein bisschen gründlicher sein muss, zum Beispiel vorne bei den ganzen Kabeln und der Federgabel, da setzt sich viel Dreck ab. Und das Ganze macht ihr natürlich für beide Seiten, na klar. Auch hinten an der Schaltung und an der Federung, da hat sich auf jeden Fall, gibt es viele kleine Winkel, wo sich Dreck festsetzen kann. Das müsst ihr irgendwie alles so ein bisschen anlösen und dann werdet ihr das schon wegkriegen. So, im nächsten Schritt geht ihr dann auf jeden Fall nochmal im stehenden Zustand mit Klarwasser hinterher. Jetzt wollt ihr natürlich den ganzen feinen Dreck, der da jetzt noch in der Lauge gelöst ist, auch so langsam runterspülen. Deshalb soll das Wasser natürlich möglichst schnell ablaufen. Also Bike hinstellen und dann schön von oben nach unten alle Komponenten nochmal nachspülen und nochmal nachbürsten. Besonders Schaltung und Federung sind dann natürlich relativ gefragt, dass da alles wirklich raus ist an Dreck. Und dann sind wir erstmal mit dem nassen Teil weitestgehend fertig. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch vielleicht einfach ein altes Handtuch zum Beispiel. Ich nehme da immer ganz gerne alte, ausrangierte Frotte-Handtücher und geht überall nochmal mit dem Tuch langsam drüber. So ein Auto ledert man ja immer gerne ab. Ich nicht, mein Auto sieht aus wie Sau. Aber das Fahrrad, das sollte auf jeden Fall jetzt nochmal ordentlich hier durchfrottiert werden. Und wie gesagt, gerade so Ecken wie die ganzen Baudenzüge und Leitungen, Rahmen und auch so versteckte Ecken hier an der Federung solltet ihr auf jeden Fall ordentlich abputzen. So, und damit ist doch die erste Katzenwäsche erstmal gut erledigt. Das sieht jetzt erstmal nicht schlecht aus, aber wenn man mal genauer hinguckt, gibt es doch noch so einige Ecken, die sicherlich noch mal ein bisschen mehr Pflege bedürfen. Da können einem auf jeden Fall so kleine Helferlein wie so Einwegzahnbürsten aus dem Hotel oder Holzsticks oder so Eisstiele oder sowas helfen. Da kommt man auf jeden Fall gut auch in die Ritzen mit rein, um zum Beispiel hartnäckigen Matsch noch da rauszukratzen. Wenn man es aber nochmal richtig sauber machen möchte, dann sollte man auf jeden Fall die Laufräder auch einmal kurz rausnehmen und kann dann auf jeden Fall auch gut die Innenflanken der Federung und auch hinten vom Hinterbau viel besser sauber machen. Die Schaltung ist von allen Seiten zugänglich. Das macht auf jeden Fall nochmal Sinn, da auch von innen so ein bisschen nachzuwischen. Da wird es auf jeden Fall deutlich sauberer. Auch die Narben und die Bremsscheiben der Laufräder kann man dadurch nochmal besser erreichen und kriegt dann, finde ich, hinterher eigentlich, wenn man fleißig war, ein ganz gutes Ergebnis.
So, beim Zusammenbau solltet ihr auf jeden Fall die Steckachsen wieder mit einem leichten Film fett überziehen, die Laufräder wieder einbauen und dann läuft es doch eigentlich schon wieder ganz rund. Aber einen haben wir natürlich noch vergessen, euren Antrieb. Der hat durchs Waschen so viel Fett verloren, dass er natürlich dringend nachgeschmiert werden müsste. Und dazu mache ich mir immer eine kleine Markierung mit einem wegwischbaren Edding auf ein Kettenglied und mache dann eine Umdrehung wirklich mit einem ganz dünnen Film von Kettenöl. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, Kettenwachs, Kettenöl für nass, für trocken, was auch immer. Macht ihr eine Umdrehung, tragt das gleichmäßig auf und wenn ihr dann einmal durch seid, da ist die rote Marke wieder, dann könnt ihr das Ganze noch ein paar Umdrehungen einfach gut verteilen und langsam einziehen lassen. Und nach einer gewissen Einwirkzeit solltet ihr aber auf jeden Fall die Kette nochmal von außen abputzen, denn außen hat das Öl eigentlich nichts zu suchen, denn da wird es einfach nur unnötig Dreck anziehen. Die Schmierung gehört nach innen und da ist sie auch inzwischen angekommen. So, und damit sind wir fertig und unser Rad blitzt und blinkt wieder. Eigentlich wartet es jetzt nur noch darauf, wieder in den Wald zu kommen, um wieder sich so richtig schön einzusauen. Tja, das ist der Kreislauf, der Gang der Dinge. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Schreibt mir gerne ein paar Kommentare. Und als nächstes Video plane ich eigentlich so einen kleinen Frühjahrscheck. Einfach mal gucken, was kann man so im Frühjahr an seinem Fahrrad machen, damit es auch irgendwie gut ins Jahr starten kann. Plane ich auf jeden Fall als nächstes Thema und freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und dann sage ich Tschüss und bis die Tage.